Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Das Spiel des Lebens. Ein Tagesorakel am 21. Februar 2018. Ein Frage-Antwort-Orakel. Wichtig ist, dass ihr intuitiv eine Karte auswählt aus diesem Karussell. Die Karte in die Mitte ist eine zusätzliche Tagesbotschaft. Wer hat diese Karte gewählt? Was antwortet der Orakel? In diesem Karte erscheinen die Kelchen und das hat einen Bezug zu Wasserelement. Und Wasserelement ist der Bereinigungsprozess oder beeinflusst unsere Gefühle. Also in diesen Karten entstehen die Gefühle. Also es handelt sich in erster Linie um Liebe, Partnerschaft. Auch diese Zufriedenheit von beiden Seiten und die Zahl 4. Noch dazu die Struktur, die Sicherheit und die Stabilität. Wer hat diese Karte gewählt? Was sagt die Orakel dazu? Hier sind auch die Kelchen. Das bedeutet eine herzliche Einladung. Und es kommt von Herzen. Also ihr bekommt ein Angebot, eine Einladung. Und es könnt ihr vertrauen, weil das kommt wirklich von Gefühlen, das kommt von Herzen. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Das ist Leidenschaft, sehr leidenschaftlich. Entweder eine Begegnung oder eine Verabredung und das verläuft sehr leidenschaftlich. Aber in dieser Karte erscheint auch die Luftelement. Das kann bedeuten, dass das mit Leichtigkeit verbunden ist oder kann auch bedeuten, dass ein bisschen Wind kommt, eine kühle Haltung trotz Leidenschaft, kann auch bedeuten, dass hier klare Entscheidungen werden getroffen. Wer hat diese Karte gewählt? Was sagt die Orakel dazu? Eine verlockende Angebot. Das kann ein Kompliment sein und wirklich ein verlockendes Angebot, was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Kann auch ein berufliches Angebot sein, aber mit dieser Karte sollen wir gut überlegen oder Zeit lassen, weil da ist ein gewisses Risiko dabei. Es kann gut gehen, aber können wir auch verlieren. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Diese Karte bedeutet die innere Harmonie, das innere Gleichgewicht. Bedeutet auch, wir sollen etwas in Gleichgewicht bringen oder ausgleichen oder vergleichen. Diese Karte bedeutet auch Justiz. Das ist Justitia, das Symbol hier, die Waage, Symbol für Justitia, also eine rechtliche Lage. Ein Termin bei Anwalt oder ein Gerichtstermin, natürlich kann das auch bedeuten. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Es ist etwas einseitig. Entweder euren Partner, Wunschpartner, kann auch Partnerin, Wunschpartnerin sein, ist ein bisschen egoistisch zurzeit. Kann auch die beruflichen Situationen betreffen, dass ihr zu viel arbeitet, zu viel im Einsatz, ihr hängt richtig rein und kommt zu wenig Anerkennung, kommt zu wenig Geld. Also es ist nicht ausgeglichen, es ist einseitig. Jemand profitiert davon und ihr opfert euch. Diese Karte kann auch bedeuten, ein Gefühl, wenn jemand verliebt ist und vertraut nicht die Gefühle der anderen und hat das Gefühl, ja, ich bilde vielleicht etwas ein, ich bin so verliebt, aber der andere zeigt gar kein Interesse. Das hier entsteht dieser Gefühlszustand und es ist alles so einseitig.
Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. Das ist die Gesellschaft. Also viel in Bewegung in Gesellschaft. Kann auch bedeuten, dass etwas zu stressig ist. Sogar könnten wir diese Karte auf die berufliche Situation beschreiben, weil hier die Münzen entstehen, also die Erde-Element, dass das viel zu tun ist oder ein bisschen stressig ist oder verläuft momentan alles so chaotisch. Also diese Karte kann etwas Gutes bedeuten, die Geselligkeit, viele Kontakte, kann aber auch bedeuten Stress, viel Chaos momentan. Wer hat diese Karte gewählt? Schauen wir, was sagt die Orakel dazu. In dieser Karte erscheint die Feuerelemente. Und die Feuerelemente sind aktiv, Begeisterung und auch Leidenschaft dabei. Aber die Haltung von diesem Mann ist alles andere als begeistert und leidenschaftlich. Es ist zwar die Bewegung, aber sehr, sehr vorsichtig. Kann bedeuten, dass ihr habt einen Partner, Wunschpartner, und ist ganz langsam in dieser Bewegung und sehr, sehr vorsichtig, schaut nach links und rechts, wohlauschen Gefahren, kann auch bedeuten, für euch eine Botschaft, seid ihr vorsichtig in der nächsten Zeit, wenn ihr etwas Neues beginnt, was etwas euch begeistert, überprüft noch etwas vor diese Handlungen. Und die Tagesbotschaft ist, Lebenslust. Ich könnte sagen Lebensfreude. Das, was wir gerade brauchen. Und das vermittelt diese Karte, die Süßigkeiten und die versüßen unserem Leben. Aber sie haben auch eine Botschaft für uns. Wenn ihr noch Fragen habt, weil ihr möchtet etwas klären oder ihr habt eine Entscheidung getroffen und ihr braucht Bestätigung, ihr könnt mich jederzeit befragen und dazu empfehle ich die Blitzberatungen. Geht's auch blitzschnell. Ihr schreibt ein E-Mail, ihr könnt es auch ausführlich schreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür und ihr bekommt dann eine schnelle Antwort. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.